Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Battlefront mit dem lieben Len16. Und dem lieben Drachenburschen? Stimmt So ist das? es. Stimmt das? Ja, doch, das bin glaube ich ich, ja. Wir spielen auf jeden Fall das Bespin DLC endlich jetzt auch gemeinsam. Wupp, wupp. Das heißt, die Modi werden hier alle durchgemischt. Wurde jedenfalls gerade oben angezeigt, dass die ganzen Modi durchgemischt werden. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das auch wirklich der Fall sein wird. Wir fangen an mit Wendepunkt in der Wolkenstadt. Ah, oh, mein erster Blick auf die. Also nicht mein erster Blick auf die Wolkenstadt, aber mein erster. Ah, selbst auf die Wolkenstadt spielen. Ich habe ja gestern Drachenspurisches Stream ein bisschen geschaut. Ein bisschen. Ein bisschen, ja. Freut mich, freut mich. Oh. Ist auf jeden Fall sehr schön, die Wolkenstadt, kann ich dir schon mal spoilern. Ja, das Bild ist durchaus ansehnlich, ja. Ja. Also ich glaube, das ist so mit bisher so grafisch das durchaus beeindruckendste, was so Star Wars Battlefront zu bieten hat. Geil. Ich freue mich. Eben. Aber das kommt dann später noch, wenn man in der Wolkenstadt auf eine andere Map rumläuft und dann so Sonnenuntergang ist, da gibt es nicht noch eine andere Map. Ja, ist extrem schön. Bei mir dauert das Laden ewig. Erstes Mal DLC. Es hat bei mir gestern auch ewig geladen. Yep. Keine Ahnung, woran das liegt. Er ja, muss ja das erste Mal entpackt werden alles und alles irgendwo zugeordnet werden und ich bin drin. Das ist oh, schön. Ich das noch nicht. Oh, die Wellen sehen cool aus. Oh mein Gott, sehen die cool aus mit der blauen Weste. Oh! Und ich bin auch drinne. Wieso hat's bei dir schneller geladen? Frechheit, aber habe ich so gestartet. Meine PS4 ist besser als deine. Weißt du es nicht? Achso, du hast schon die neue PS4, ich hab gell? Schon die Neo, ja. Ich hab schon die Neo. Ich geb's zu. Okay. Sag das doch gleich. Was so. Nehme ich denn überhaupt für eine Waffe? Ich hab die falsche Waffe. Tja, bitter. Ah, kacke. Ah, Filmkörnung habe ich an. Sehe ich gerade. Gut zu wissen. Was denn hier noch? Okay. Ich glaub, passt die Filmkörnung. Ich lass. Ich überleg gerade noch eine neue Waffe zu holen. Ah, da okay, muss ich. Ach, sterbe das, ach, das war das, dass ich den. Ah, okay, da muss ich die. Verstehe, 30 Kills mit der E3 machen, dann muss ich den doch wieder nehmen. Die Waffe von Boba Fett mag ich zwar eigentlich nicht so gerne, aber. So. Egal, ich will die andere Waffe haben, deswegen nehmen wir die jetzt einfach mal. Ja. So, beitreten. Die Körnigkeit war echt brutal. So, wir müssen. Wendepunkt, das heißt, wir müssen Kontrollpunkte erobern. In der Tat. Das ist momentan unsere Aufgabe hier. Boah, die Spiegelung. Vor allem, das ist ja auch nur PS4. Da geht's ja runter. Da ist ja gar kein Glas. Das ist auch nur PS4-Grafik, also. Muss man denken, auf dem PC in 4K, wie das hier aussehen würde. Mit der Mod. Mit der Mod auch noch. Ja, da würde man weinen, glaube ich, vor Freude. Es gibt eine Enhanced Mod, die halt das nochmal geiler aussehen lässt. Und das ist halt. Oh mein Gott, das Wasser sieht halt schade aus. Sehr, sehr schade. So, dann erstmal gucken, dass wir hier alles einnehmen. Das ist hier die größte Map, glaube ich. Ja, da oben erobern, Jungs, nicht einfach da rumstehen. Wahnsinn. Ich brauche eine andere Katastrophe. Hand. Ich brauche mein Jump Pack. Warum bin ich eigentlich in Ego-Perspektive? Ich habe mich gerade gefragt, warum sieht es so komisch aus? Ich bin in der Third Person. So, hier gleich mal erobern. Den Kontrollpunkt. So, was haben wir denn? Witzig, man kann diese Türen auch reingehen hier teilweise. Teilweise, nicht in alle. In manche kann man reingehen, in die zum Beispiel nicht. Soll ich hier noch mal erobern? Ja, ich bin auch mal unter mit Third Person. Aber hier ist gar niemand da, aber naja, das bringt Punkte. Das sind ein paar Schattentruppen. Oh, jetzt kriegen wir gleich Besuch. Ach, stirb doch! Dreckige! Entschuldigung. Wollen sie einfach nicht sterben, denn? Ja. Gemein. Ah, jetzt steht auch da, welche Waffe man benutzt hat zum Killen. Ja, stimmt, das ist jetzt auch neu. Eigentlich auch eine ganz coole Sache. Hä? Man kriegt jetzt für den Assist immer 100 Punkte. Ach nee, da steht, wer den Assist gemacht hat, oder? Ach so, da steht, wer den Assist gemacht hat. Ach, das ist auch cool. Sieht das cool aus hier. Kontrollpunkt erobert. Jawohl. Verdammt. Und man sieht Gegner durch Teile durch. Kann man sie jetzt markieren? Man kann sie markieren, es gibt glaube ich so ein Markiergerät irgendwie. Ah, okay. Habe ich zwar nicht, aber ich glaube. Schattentroppler. Aua. Aber ich glaube, es gibt mittlerweile eins. Meine ich irgendwo mal gesehen zu haben in dem Trailer. Ein Gerät oder automatisch? Nee, es ist ein Gerät, glaube ich. Es ist so ein Gerät, wo man durchschaut. Meine ich gesehen zu haben. For the Rebellion. Genau für die. Feuerwerk! Du bist hinüber. Hey, man kriegt 100 Punkte für einen Assist. Ja, gell, das ist neu. Sonst gab es keine 100 Punkte für einen Assist. Aber man steckt immer oder? Noch relativ. Ich glaube schon, dass man jetzt immer 100 Punkte bekommt für einen ja. Assist. Was ich eigentlich eine ganz coole Sache finde. Nice. Aber man steigt trotzdem noch sehr langsam auf.
immer noch so eine der Sachen, die mich am... nicht ärgern an dem Spiel, was ich schade finde. Oh, Alter, diese Gebäude. Das ist geil, gell? Oh mein Gott. Alter, da hinten ist ein Heißluftballon. Ja? Wieso ist da ein Heißluftballon? Es ist ein Star Wars Heißluftballon. Ich frag nicht, wieso einer ist, sondern frag lieber, warum da keiner sein sollte. Weil die Technik schon weiter ist. Wieso? Wieso glänzen meine Karten gelb? Umrandet? Nicht. Du meine übrigens auch. Warum? Keine Ahnung. Sie haben sich vielleicht gedacht, sieht schicker aus. Das sollen sie ja. Wir haben übrigens nur noch einen. Jetzt machen sie es nicht mehr. Wir haben. Ja, stimmt, meine auch nicht mehr. Wir haben übrigens nur noch einen Kontrollpunkt zu erobern. Das heißt, wenn wir den letzten Kontrollpunkt erobern, haben wir gewonnen. Ja. Ich muss mich erstmal wieder reinfinden in Star Wars. Ich wurde erstmal in den Rücken geschossen. Das ist auch keine ganz nette Party. Haha, partnergerecht. Mit Headshot. Danke, Len, danke, Len. Endlich habe ich jetzt wieder einen Partner. Das hat mir immer richtig gefehlt. Oh. Mein Partner. Das war knapp. Das war knapp gerade eben. Wie schaut's denn aus? 5 zu 2, ja, es wird besser. Man merkt, wenn man ein bisschen wieder drin ist, dann läuft's auch wieder besser. Oh, come on, von hinten. Oh, Mann, ey. Ich finde es so gemein, dass die ein ATS-Thema noch haben da oben. Da vorne. Ja, den schalten wir jetzt mal aus mit dem Wolkenwagen. Mit dem was? Im Wolkenwagen, also diese Dinger, die da rumfliegen. Hast du einen? Ah, da unten? Nee, ich versuche gerade ihn zu bekommen. Wenn ich vorher erschossen wäre. Da sind sogar zwei da unten. Ja, du kannst. Ah, nein! Ich hatte eine Mine! Und jetzt ist der andere weg. Jetzt ist der andere weg, weil du ihn angemacht hast. Ich hatte eine Mine. Oh. Ich versuche mal den ATS hier auszuschalten, wenn ich ihn sehe. Mach das. Deswegen aber gerade leider nicht. Egal. Ärgern wir noch ein bisschen die Gegner da unten. Wo ist der ATS hier hin? Du schießt auf mich. Du glaubst echt, auf mich schießen zu können. Nach links. Nein, er schafft es auch noch, mich zu erschießen mit dem E3er. War keine gute Aktion. So, heilen. Hi. Ich räume hier ein bisschen auf. Gerade. Ey! Triple Killer! Ich habe niemals einen Assist bekommen. Ich habe auf den auch drauf geschossen. Ach, der ist schon wieder so ein Schild zum Blöden, oder? Ah, jetzt aber. Rückkehrerbonus. Das sind echt, neue Animationen. Für die Karten. Ja, da hinten nervt voll ganz schön. Ah! Ich glaube, ich habe nur das Geschütz erwischt. Oh, da sind die Schattentruppen, ich habe sie gesehen. Ich bin genau hingeflogen. Wow, ich habe einen erwischt sogar von denen. Ich habe. Nein, den zweiten habe ich nur noch assistet. Drachenbursche 24 wurde ich besiegt. Nein. Doch, ich wurde von Drachenbursche 24 besiegt. Schön. Ach, ist das geil. Schön. Du cheatest doch. Ich cheat. Du hast doch zwei Accounts. Genau. Ja, also nimmst du. Als auf der PS4 Drachenkerl nicht Drachenbursche, weil schon irgendwie anderes Drachenbursche da heißt. Aha. Das ist cool. Das erste Mal, dass ich mich wirklich freue, dass ich erschossen wurde von jemandem. Okay. Also lieber Drachenbursche 24, schöne Grüße an dich. Das ist mir noch nie passiert. Na komm, Peak. Einfach spielen und zufällig jemanden treffen, der den Namen übernommen hat. Ah, Kacke. Ah! Wo bist du? An deinem Hoden. Nein. Einfach nein. Ich fand's gut. Ey, das war ja wohl mein Kill schon wieder. Oh. Jawoll. Oh Mann. Hab schon wieder das Nachladen verkackt. Gott, so ein Quatsch, ey. Nur du bist Zeug im Kopf, der Len. Wahnsinn. Vor dir ist einer. Ja, ich weiß, danke. Bitteschön. Painkiller 1975 hat mich getötet. Nein, nicht der Drachenbursche. Nein. Da müsste jetzt gleich einer rauskommen, sogar zwei. Na, immerhin einer erwischt. Partnergerecht. Hab einen Painkiller erwischt. Painkiller. Hey. Den Drachenbursche muss ich jetzt aber auch nochmal ausschalten. Also hier bleiben wir auf jeden Fall drinne. Warte, wenn wir in der Nähe sind, kann es sein, dass dann unsere Cooldowns geringer sind? Keine Ahnung, aber sie leuchten auf jeden Fall gelb, weil wir gerade in der Nähe sind. Das heißt, ja, ich glaube, das ist Cooldown geringer. Könnte das sein? Das hätte auf jeden Fall deinen Vorteil, zusammen zu bleiben. Ja. Wo bist du schon wieder? Direkt neben dir. Hinter uns. Nein! Gerecht. Sorry. Ja, danke. So gerecht fand ich das nicht, dass ich gestorben bin. Ja. Ah, da bist du ja schon wieder. Oh, da kommen sie. Sollen sie kommen. Headshot! Boots!
Headshot. Kartenstufe 2. Ja, die Cooldowns sind extrem geringer irgendwie. Right. Hab ich schon das Gefühl. Nein, ah! Überladen. Verdammt. Wie gemein. Gut, dass er mich nicht sieht. Er sieht mich immer noch nicht. So ein Glück gehabt, dass er mich nicht gesehen hat. Nein, von links. Und er ist tot. Oh, gut. Ich wollte gerade fragen. Das ist die Leiche, die du gerade siehst. Wo ist einer? Ah. Vorne, direkt drinnen in dem Gang. Links jetzt, ja, ist rübergeflogen. Ja. Vorne ist aber noch einer, schwarzer. Ein Schattenkopf. Nein! Oh. Nein! Warte. Das Ruptor-Gewehr. Drachenbursche 24 hat mich getötet. Warum tötest du mich? Hallo? Das war Drachenbursche 24, das war ich nicht. Ich bin nur ein Drachenbursche. Und ich bin 23 außerdem. Frechheit. Ja. So alt bin ich auch noch nicht. So. Ah. Oh, da vorne kommen sie aber alle schon wieder fliegen. An. Fliegen! Ach, schön. Ah, du hast jetzt auch mal den Wolkenwagen hier gegönnt. Ja. Oh, kann man auch von der Ecke von der Wolkenstadt runterfliegen? Man kann auf jeden Fall zu weit fliegen. Oh, ja, da kommt die Grenze ziemlich schnell. Oh, oh Gott. Nein! Drachenbursche 24 schon wieder. Gibt's doch nicht. Oh, sehr cool. Von innen sieht's dann so aus. Wo sind wir? Im rechten oder im linken Cockpit? Weiß ich nicht. Auf welcher Seite man ist vom Wolkenwagen. Kann ich dir leider nicht sagen. Ist das jetzt ein britischer Wolkenwagen oder ein ein europäischer? Tja, vielleicht ist es auch ein südafrikanischer, dann wäre es auch auf der linken Seite. Ja, aber das ist ja, alles war möglich. Ja, eine britische Kolonie, also. Ja, wie alles. Der britisch. Komplette Welt war einmal Britannien. Irgendwann in der Zeitrechnung war die komplette Welt mal Britannien. Nein, jetzt fliegt er doch. Nicht wegfliegen. Nicht immer. Weg von mir laufen. Na, nicht Schild anmachen. Ja, genau. Aber wie krass viele Leute mittlerweile Schattentruppe haben. Also irgendwie Leute spielen ja echt extrem viel das Spiel. Oder sie zahlen. Ach, kann man das mittlerweile kaufen? Nein. Accounts kaufen. So, wollte schon fragen, kaufen. Vorsicht, da ist ein. Ja. Die halten immer so sau viel aus. Mich, Chan. Hä? Ey, läuft da noch mal Schüsse rein. Niederlage. Tja, war wohl nix. Erste Runde gleich mal verloren, war bei mir gestern aber auch so. Ah, 16-8. Mit so einer Niederlage kann ich leben. Oh, Drachenbursche ist tot. Achso. Ist raus? Nein, achso, ist nicht raus. Plumpinus. Okay. Irgendwann muss ich Drachenbursche doch auch noch erschießen, Drachenbursche 24. Und dein erster Eindruck, Bespin? Groß. Groß und auch artig oder eher unartig? Sehr also artig. Also großartig, okay. Feuerbündelnaufladung muss ich benutzen. Aber das. Ah, 11 Kills, 150 Auszeichnungspunkte. Die Generatorverteidigung, ja, die will ich auf jeden Fall. Wo gab's denn die Generatoren? Keine Ahnung. Weiß nicht, ob es jetzt hier noch eine Rückrunde gibt, könnte sein. Ich finde, diese Ladezeiten zwischen den Partien könnten sie auch etwas verkürzen. Das dann müsste das Spiel aber noch größer werden. Damit hätte ich kein Problem. Meine PS4-Festplatte schon. Ja, wollte gerade sagen, ne? Oh ja, Rückrunde. Kann man die austauschen, die PS4-Festplatte schon, oder? Ja, kann man. Ja, eben, da haut man da 4 TB rein und gut ist. Ja, du brauchst eine kleine Festplatte. Ich weiß nicht, ob es die kleinen für 4 TB gibt. Und ich weiß nicht, ob die PS4 die für 4 TB unterstützt. Das ist wieder eine andere Geschichte. Ich glaube, 2 Terabyte sind, glaube ich, Maximum. Okay. Momentan. Diesmal müssen wir die Kontrollpunkte verteidigen. Du hast einen Helm auf. Ja, ich laufe auch immer noch mit der Standardtruppe rum. Kein Problem damit, ich stehe dazu. Dass ich noch nicht so hoch gelevelt bin. Hey, bleib mal stehen. Ja, ich bleibe auch stehen, da kommen nämlich sehr viele. Gut, ich snipe mal ein bisschen. Ja. Na komm. Ja. Und den zweiten mit der Blasterkanone. Die Blasterkanone ist ganz schön gut aufgestellt hier, weil die alle darüber gerannt kommen. Und den dritten. Oh. Vor allem müssen wir das Ding hier eh verteidigen, das passt ja ganz gut dann. Das muss als Betrachter ziemlich cool aussehen, wenn die Schüsse so hin und her fliegen. Ja. Aber warum? Der ist lustig geflogen. Ja. Also momentan verteidigen wir das Ding ja noch ganz gut. Wir verlieren das da hinten. Oh, fein, da passt mich. Schlecht. Ja. Oh, weg hin. Hier. Weg. Ja, ich bin weg.
Warte, welches? Da, wo jetzt mal 5 dabei steht. Hä? Mal 6. Verteidigen, mal 6. Wo zur Hölle bist du? Ach, da! Oh, ich bin auf dem Weg. Mhm. Bin auf dem Weg, bin auf dem Weg. Ja, ist schon verloren. Keine Sorge. Na, dann holen wir es zurück. Können wir nicht. Wir haben den Punkt verloren. Das noch heißt, wir müssen verloren, zurück. Noch ist er nicht verloren, noch ist er nicht verloren. Noch ist... Jetzt ist er verloren. Da ist er verloren. Oh, wir müssen zurück. Schlecht. Sehr schlecht. Oh, hier gehen auch schon die Orbitalschläge von oben runter. Au, wo müssen wir hin? Weg! Weg! Ich habe ein Leben noch. Ach, die können einen sogar treffen, die Orbitalschläge. Ja! Die haben mich getroffen. Ich hatte noch ein Leben deswegen. Okay, da müssen wir den verteidigen. Und... Spitzenspieler ausgeschaltet. Oh, da kommen einige da vorne. Ach komm, ich hasse Disruptor-Gewehre. Bring doch gar nichts. Ach! Komm, leck mich doch. Au! Der Milky war schon wieder. Milky Way. Nee, Gott Milk, aber gemein. Erschießt der mich einfach? Ich glaub's ja nicht. Pff. Wahnsinn. So, als den nächsten Kontrollpunkt verteidigen. Da wird nämlich auch schon wieder einer eingenommen. Ja, warum läufst du dann zum anderen? Ich lauf doch zu dem, ich musste nur die Treppe hochlaufen. Oder du gehst hier lang. Musst nur die Treppe runterlaufen. So, bin gleich da. 127 Meter. Ah, hier war ich gestern schon mal drin, das kommt mir bekannt vor. Wir sind so weit auseinander. Oh nein, Len. Ah, ich lauf das Wasser. Oh, den haben wir verloren. Dafür habe ich einen Kopfschuss gemacht. GG. Ja, da war ich leider zu langsam. GG. Ah, ja, das läuft ja gut, das Spiel. Könnte nicht besser laufen, könnte nicht besser laufen. Ich muss mich halt noch einfinden, ich bin gerade null Hilfe. Wo bist denn du? Geh da weg! Geh da weg! Ich kann nicht, das sind die beiden Gegner. Ja, frag dich mal warum. Keine Ahnung. Oh, jetzt nein! Muss man den 8 Minuten halten. Jawoll! Den letzten. Jetzt müssen wir nur rein, den Löffel weiter verteidigen müssen, das ist machbarer. Ich fall ihn jetzt in den Rücken. Aha. Okay, wie ist das gelaufen? Bisher läuft's noch, hab einen Kill gemacht. Und da steht noch einer, der mich nicht sieht und den ich von hinten gleich erschießen kann. Noch einen, Merkmal Stufe 3 habe ich jetzt schon. Na und ich bin tot. Aber immerhin mal Merkmal Stufe 3 erreicht, also war glaube ich nicht ganz so schlecht. Warum kann ich... Ah, jetzt kann ich bei dir starten. Und noch ein Assist bekommen. Schauen wir mal, dass wir das noch ein bisschen besser machen. Dass wir den Kontrollpunkt hier verteidigen. Okay, ich finde, es macht auch wieder Spaß, Battlefront. Also immer wenn neues DLC rauskommt, machst du dir eine Weile Spaß. Und irgendwann hat man dann halt genug gesehen vom DLC. Oh mein Gott, war das geil. Du hast dich weit entfernt. Warum hast du dich weit entfernt? Ich bin im Geschütz drin, ich bin im Geschütz drin. Okay. Oh, das war so ein geiler Headshot. Oh mein Gott. Genieß es noch, im Geschütz zu sein. Und einen Kill gemacht. Toll. Da muss noch einer. Da wird nicht gesniped hier. Haha, Turbolaser. Spürt die Macht des Turbolasers. Schade, ich dachte, die kriegen in der Luft. Verteidigt, da kriege ich ja die ganze Zeit Punkte dafür hier, das ist gut. Ah, in die Tür geschossen. Alter, dieses Turbolaser-Ding hier ist aber echt geil. Ja, da kommt er alle, gell? Und den nächsten erledigt mit dem Turbolaser. Der Turbolaser ist genial. Du bist Platz 1. Ja, normalerweise sind auch immer... Au! Der Wolkenstadtwagen hat etwas dagegen. Gegen mich im Turbolaser. Dabei war das so schön im Turbolaser. Verstehe ich gar nicht, dass der da was dagegen hatte. Wird auch gar nichts. Da wird einem auch gar nichts gegönnt hier. Nice Assist. Na, da ist irgendwo jemand. Na, komm raus. Komm raus. Boom, Headshot. In dein Gesicht. Intelligente Rakete bekommen dadurch. Boom, in dein Gesicht. Diese blöden Schildleute, ey. Pass auf, den mache ich jetzt. Von der Seite links. Rechts, egal, ist tot. Wo bist denn du? Ah, da bist du. Schwächling. Entschuldigung. Versteckt sich hinter mir. Ja, schau mal auf die Tabelle. 17 zu 3. Ja, Klappe. Im Geschütz drin sitzen kann jeder. Ich mache hier Headshots. Ich habe kein Jetpack. Der Großteil davon war nicht im Geschütz drin, ne? Ich habe kein Jetpack. Hilf mir!
Ja, geh in Deckung hinter mir. Ja. Du Schwächling. okay. Wo haben wir den Gegner in der Nähe, den ich abschießen kann? Ich glaube, gefühlt überall. Ich habe meinen Feuerbündel aktiviert, deswegen... Ach, schon wieder. Ich habe kein Jetpack. Kacke. Ach, Deckung ist wichtig, Len. Deckung ist sehr wichtig. Steht zu nah an der Wand wahrscheinlich. Das sind ja Leute? Haben wir unseren Kontrollpunkt? Oh, da sind tatsächlich Leute. Ah, kacke. Ja, dann mach die mal kalt, ne? Ja, ich bin direkt hier. Aber jetzt sind sie nicht mehr da. Oder? So, ich komm mal zu dir. Ich bin auf der falschen Seite gewesen. Du bist komplett irgendwo. Nee, komplett nicht, aber ich bin auf der falschen Seite gewesen. Boom, von dem Kill. Partnergerecht. Dankeschön. Das war der wahrscheinlich als einziger den Kontrollpunkt uns schon ein bisschen wegnehmen wollte hier. Oh, ja, jetzt sind hier wieder von uns. Au! Der Wolkenstadtwagen, die fliegen senkrecht runter. Ja, ich weiß, das kann man mit denen ganz gut machen. Diese Pimmel. Wir bräuchten mal irgendwie ein Disruptorgewehr. Ich disruptiere dich hier. Ich habe eine intelligente Rakete. Ja, dann mach doch. Mache ich auch. Oh, die Schüsse. Oh mein Gott, von hinten. Jawoll, Wolkenstadtwagen kaputt. Ja, einer. Vom Himmel geholt. Ja, meine intelligente Rakete war schlauer als er. Stirb! Meine Güte. Hab auch noch einen erwischt hier, der... Hinter dir! Seh's, zu spät gesehen. Aber der Wille war da, der Wille. Oh, wo sind denn... Wo kommen die alle her? Überall. Das ist doch schlimm. Beim letzten Kontrollpunkt ist mal ein krasser Kampf. Da ist mein krasser Kampf von allen Seiten. Den hab ich sogar getroffen. So, die Axis-Granate rein. Trifft eh immer die richtigen. Nochmal hier ein bisschen. Okay, die Wand. Nein, sie trifft mich! Wieso ist sie hier? Was ist los? Wieso? Denn nur die eigene Deoxys-Granate, das ist bitter. Halt die Klappe. Der ATS ist leider auch gleich kaputt. Aber momentan halten wir das noch ganz gut, würde ich behaupten. Vorsicht vor dir! Ja, ich hab. Ich musste nachladen und bin deswegen gestorben. Nein. Ich konnte auch! Ich hatte aber noch gar nicht geschossen. Ach, stimmt, der hatte auch wieder so ein Überlastungsding gemacht, wahrscheinlich. Jetzt geht. Och, komm, leck mich doch. Muss es gewesen sein, weil ich konnte nämlich nicht schießen auf ihn. Ich weiß nicht, was ein Überlastungsding ist. Ich auch nicht. Aber es ist sehr nervig, wie ich gerade festgestellt habe. Ja. Oh Mann, ey. So, was gibt's jetzt? Sie haben schon ein paar so neue Sachen wieder eingeführt. Das ist ja voll scheiße. Ja, es ist ein bisschen... Oh, ATS! Nein, auf damit! Mann! Ich wollte auch den ATS haben. Oh, komm schon, Drachenbursche 24. Echt, hey. Ich sag jetzt extra nichts Böses, aber ich hätte was Böses gesagt. Dam. Der böse Len 16. Nee, nicht böse. Einfach nur. Ich, nicht gemein. Einfach nur du, okay? Etwas nicht jugendfreies. Ach so. Hat zu tun mit einem Produkt von einer Henne. Und, ja, lassen wir das. Diamond Quarz getötet. Nein, der war doch so gut wie tot. Aber so gut wie tot ist leider nicht ganz tot. Wo bist du? Oh, ich werde überrannt gefühlt. Ich bin gleich hinter dir, wenn du wieder startest. Wenn ich zu dir kommen kann. Schwere Blaster-Serie. Nice. Wieso kann ich nicht zum Len 16 kommen? Jetzt kann ich das. Na, also. Bin ich. Oh. Nein! Len, du... Mann! Ah, Menno. Augen auf. Ja, Ruhe. Geh in dein scheiß ATS hier und verzieh dich. Bin ich schon. Ja, ich merk's. Mann. Will auch. Ja, dann musst du mal besser schauen, wo die. Ich hab's sind, gesehen ne? gehabt. Ich war einen Meter neben dir. Millimeter. Nein, wo kam das Ding schon wieder her? Nein. Tot. Ich hab nichts hinbekommen. Ja, die haben alle so viele Raketen und so viele Dinger. Ich finde, die Fahrzeuge sind allgemein ein bisschen schwach eigentlich in dem Spiel. Also die waren in den alten Battlefront-Teilen deutlich stärker. Da hast du halt wirklich mal aufgeräumt mit Fahrzeugen. Hier ist so, du kannst nach einer Minute tot sein. Ja. Die anderen, die leben halt dann 10 Stunden damit. Ich hab noch eine intelligente Rakete. Aber noch haben wir keine Deoxys! Ah, kacke.
Warum kommen die alle rein? Nein, nein, nicht von der Seite. Seit Sag dir mal, die sollen nicht so zu gemein sein, Len. Kill. Was ist das? Von wo schießen die schon wieder? Aus allen Löchern. Oh, die haben ziemlich viele anscheinend. Ja. So, die intelligente Rakete. Sollen wir die nochmal machen, die intelligente Rakete? Oh ja, da vorne sind zwei. Aber der kann in Deckung gehen da hinten. Ne? Ach komm, ich habe nicht mal einen Assist dafür bekommen. Nein, okay. Da ist direkt neben mir eine... Thermalimploder. Na komm, jetzt haben wir die intelligente Rakete nochmal raus da vorne. Einen von denen treffen wir schon. Ja, sagte er. Ich hab sie noch... Oh. Nein! Ich hab's... Okay, sie hat nichts getroffen. Aber ich glaube, wir können es gewinnen. 3 Sekunden noch. Ja, das schaffen wir. Schaffen wir. Oh, ich hatte ihn getötet. Jawohl. Jawohl. Easy. Schön. Sieg. Easy. Ja, ich wurde doch noch vom ersten Platz verdrängt, aber... Schade. Immerhin, Dritter ist auch nicht schlecht. 2 gute Runden nacheinander. Kann man sich schon mal anschauen. Puh, Drachenbursche 24 ist aber auf dem ersten Platz. Das ist bitter. Ja, immer diese Drachenburschen, die sind halt einfach gut. Was soll man machen? Ja, ja. Glaubt der Len 16 nicht, gell? Nee. Nicht ein Fünken. Schauen wir mal, was wir als nächstes bekommen. Ich hoffe mal auf eine andere Map. Anderer Modus sollte es auf jeden Fall sein. Also ich habe gerade Credits bekommen. Das ist schön. Wie schaut's hier aus mit meiner Serie? 18 von... Oh Gott, ist das viel. Was? 12 Kills, ein zerstörtes Fahrzeug, ein Sprengsatzkill, 190 Einsatzzielpunkte, 150 Auszeichnungspunkte, Einladungen verwendet und 24 Sternkarte verwendet. Ich habe 9 Sternkarten verwendet. Benutz mal mehr Sternkarten, Junge. Ich werfe die ganze Zeit Granaten. Die dauern halt immer, wie sie bisher aufladen, ein bisschen. 9. Gegen 9. Ja, dann kaufe ich mir halt mal wieder Überladung ein bisschen. Gefecht. Explosiver Schuss, so.